Ihr Lieben, ich möchte euch noch ein Feedback zum vergangenen Neumond geben. Neumond in Widder, er wirkt immer noch in der Zeit. Wir haben ein grundlegendes neues Verständnis unserer Widderkraft erhalten. Das Thema, die Themen wurden für unser Kollektiv in Wirkung gebracht, unsere kollektiven Themen aktiviert. Chiron steht in vielen Planeten momentan im Widder und er bricht all die harten saturnischen Themen. Saturn ist der Hüter der Schwelle, bricht er auf, eröffnet er die Räume für unsere Rückerinnerung und bindet uns in ein höheres Bewusstseinsfeld an. So darf eine kosmische Brücke entstehen, die uns heilt und weiter in unserer Entwicklung fördert. Es steht momentan der Weg für die Ganzwerdung zwischen den Polaritäten, männlich-weiblich, hier im Feld von Widder und Waage. Diese gilt es auszugleichen. Macht gerne weiterhin die Neumond-Meditation. Wir werden sie heute Abend noch einmal um 20 Uhr gemeinsam machen. Lasst es zu, wenn Heilung geschehen möchte in diesen Tagen. Es darf vieles geschehen. Es bringt uns vieles in unsere neue Zeit. Gerne kannst du dich melden, wenn du Unterstützung von mir möchtest. Lasse es dir gut gehen. Selina.